Thema heute: luftige Spiele und Mogelpackungen im Spieleregal. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Tea-Talk. Heute von und mit mir, und ihr habt es schon im Intro gehört, es geht um zu viel Luft. Ja, Tee habe ich mir heute keinen gemacht, ich habe hier einen Kaffee, weil dieses Thema bauscht mich so dermaßen auf, selbst irgendwie ein Beruhigungstee ist da zwecklos. Dieses Thema, das Thema Luft in Kartons und viel zu viel Luft in Kartons, das kam ja quasi auf mit Santa Monica. Das war das erste Spiel, wo mir so richtig bewusst wurde, wie verschwenderisch mit der Ressource Regalplatz umgegangen wird. Und da ist es mir so richtig, richtig böse das erste Mal aufgestoßen. Es war immer mal wieder vorher schon, dass ich in manchen Spielen dachte, ja gut, okay, man hätte sich 30-40% sparen können. Bei 30% sagt ja auch noch keiner was. Wenn dann allerdings der Spielinhalt weniger als 40% der Schachtel einnimmt oder weniger als 30% des Schachtelinnenraums, dann stellt sich mir manchmal echt die Frage, was wollen eigentlich die Verlage? Sind das denn jetzt Standardmaße, auf die man zurückgegangen ist, weil man vielleicht das Ganze schachteltechnisch so einfacher realisieren kann? Mag sein, wäre für mich vollkommen in Ordnung, aber es gibt genügend Schachtelgrößen. Das auf Schachtelgrößen zurückzuführen, die es nicht gibt, ist ein bisschen unglaubwürdig. Vor allem, wenn man sieht, was manche Kickstarter machen, da kommen Minischachteln, die proppevoll sind, und zum Glück gibt es auch Verlage, die das auch nicht anders machen. Also da gibt es auch diverse Spiele, die ich als Positivbeispiel nennen könnte. Spiele, wo man, wenn das Ganze ausgepöppelt ist und eingepackt wird, man das Material gar nicht mehr alles sauber reinbekommt, weil man muss aufpassen, dass alles an der richtigen Stelle sitzt, sonst passt es nicht. Und jetzt gab es ein Beispiel in sehr junger Vergangenheit, gerade relativ frisch bei uns angekommen. Ja, ich habe das Ganze als Rezensionsexemplar angefordert, und das, weil mich das Cover total abholt, beziehungsweise das Thema, ja, wir haben hier Exploding Minions, ein Spiel von Exploding Kittens, jetzt in Minions Optik. Man hat da hier diese Holo Folie vorne drauf gepappt auf den kompletten Karton, abgesehen davon, dass die alles nur nicht gerade ist, aber na okay, mag fertigungsbedingt vielleicht etwas schwerer sein. Dieses Spiel hat mich so dermaßen getriggert, dass ich dieses Thema jetzt nochmal aufgreifen möchte und das Thema Lufti ein bisschen besprechen möchte. Wir haben ja den Brettspiel Lufti ins Leben gerufen. Das ist quasi in Anlehnung an die goldene Himbeere, deswegen eine Himbeere, bestehend aus lauter Luftballons, also die Lufthimbeere. Wobei, wir betonen es immer wieder, da sind auch Spiele von betroffen, die finden wir gut, die machen Spaß, aber und die würden wir auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sofort empfehlen. Da haben wir einen Robo-Chaos gerade vor kurzem mit einem Lufti ausgezeichnet, wir haben einen Queen's Gambit damit ausgezeichnet. Das hat was mit der Tatsache zu tun, dass oft einfach die Spieleschachteln so gewählt sind, dass das Spiel in eine Preisklasse fällt, wo das Spiel was kosten darf. Das Problem sind wir. Das sind einige von euch, das bin auch ich, das sind auch vielleicht ganz Unbeteiligte, die eben nicht sich informieren. Denn der Käufer ist ein Stück weit mit Schuld. Weil Oma Erna, die was zu Weihnachten sucht für ihre Enkel im Preisbereich 25 Euro, wird nicht zu einem Spiel greifen, was eine mini kleine Verpackung hat. Wohl aber vielleicht zu einem Spiel, das diese Verpackungsgröße aufweist. Ja? Weil Oma Erna möchte für ihr Geld möglichst viel bekommen. Das ist leider so ein bisschen so ein Ding, was bei uns drin ist. Wir gehen nicht unbedingt auf Gewicht, wir gehen nicht unbedingt zwangsläufig auf das Material, wir gehen erstmal das, was wir sehen. Wir sehen die Verpackung, wir sehen die grafische Aufmachung der Verpackung, wir sehen die Größe der Verpackung, wir sehen den Preis. Und dadurch greifen viele zu Spielen vielleicht, die leerer sind, als sie sein müssten. Und jetzt möchte ich das Thema Lufti nochmal bewusst in Fokus rücken.
Ja, wir wollten eigentlich ein Video machen, Spiele, die besonders viel Luft beinhalten und einfach mal so eine Serie an Lufties vergeben und auszeichnen und so ein bisschen das Ganze auch proklamieren bzw. Verlage an den Pranger stellen. Ich hatte auch schon Diskussionen mit Verlagsmitarbeitern und die haben mir dann gesagt, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch hier nicht in einem Spiel irgendwie was sagen, das hat zu viel Luft und das ist blöd. Dann kaufen die Leute ja das Spiel nachher nicht mehr. Sage ich, ja, irgendwie muss man ja ein bisschen feinfühliger werden. Wir gehen mit der Ressource Lagerplatz und alles, was damit einhergeht, sehr verschwenderisch um. Das geht los auf den Containerschiffen. Wir haben dann mehr Containerschiffe, die unterwegs sind, vor allem wenn ein Spiel nichts wiegt. Wir haben dadurch mehr LKWs, die auf den Straßen sind, und wir haben weniger Platz im Regal. Das heißt, das wirkt sich im Umkehrschluss wieder auf den Wohnungsmangel aus. Da hat jemand einen ganz schönen Beitrag geschrieben gehabt, als ich das damals quasi thematisiert habe, das erste Mal, nach dem Motto, manche Leute können sich bloß ein kleines Regal leisten, weil halt in der Dreizimmer-Mietswohnung in Berlin nicht mehr Platz ist. Ja, die würden sich gern so eine Sammlung in den Hintergrund stellen. Die hätten gern den Platz dafür. Die können sich's aber nicht leisten, weil eine größere Wohnung, um das Regal zu stellen, was vielleicht den Quadratmeter oder 2 Quadratmeter in Summe frisst, das ist Miete. Die muss man ja wieder zahlen. Und das ist tatsächlich ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ja, so genau habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe da eher so an den ökologischen Footprint ein bisschen gedacht, mit von wegen, ha, man hätte da jetzt theoretisch rein vom Gewicht das Dreifache reinpacken können und es wäre irrelevant gewesen. Und das sind echt so Punkte, da stößt es mir dann mehrfach auf. Jetzt habe ich dieses Spiel aufgemacht und dachte so, ja, cool, machst du dieses Spiel mal auf. Bitte jetzt nicht erschrecken. Oma Erna, um wieder zurückzukommen, die schenkt ihren Enkeln dieses Spiel zu Weihnachten und der Enkel packt das Spiel aus und dann ist da genau das drin. So, ihr seid erschrocken? Bin ich auch. Ich habe gedacht, das ist ein schlechter Scherz. Eine Spielanleitung. Viele Verlage nutzen wenigstens den Platz in der Schachtel, um eine gescheite Spielanleitung reinzumachen. Nein, man hat hier sowas 500 Mal gefaltetes, als wäre es ein Miniaturspiel. Was soll denn das? Dann macht doch, wenn ihr die Schachtel schon so saumäßig groß macht, ja, dann macht doch wenigstens die Anleitung so groß, dass man die auch gescheit lesen kann, ohne dass man das Gefühl hat, eine Zeitung zu lesen und hier ein riesen Aufschlagewerk hat. Okay, das war Punkt 1. Ich war schon nicht amused, aber es wird schlimmer. Es wird wirklich schlimmer. Das ist das gesamte Spiel. Jetzt gucke ich in die Anleitung und lese 72 Karten. Da muss doch was drin sein, was denn die Schachtelgröße entsprechend, wie soll ich sagen, rechtfertigt. Moment. Ein Einsatz. Damit das Pappting nicht so tief ist. Oh, vielleicht, okay, um geslieft die Karten reinzubekommen. Warum zur Hölle sollte ich dann den Platz außenrum denn brauchen? Drunter gucken, könnte ja was drin sein. Nein, ist nichts drin, außer Luft. Wirklich, nur Luft. Mein Kollege, der Digger, der würde jetzt hergehen, würde hier Reis reinfüllen. Wäre ich sofort bei ihm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war kurz davor, Reis reinzufüllen. Und dann dachte ich mir so, nee, gehst du mal her, misst die Schachtel aus. Diese Schachtel hat ein Innenleben, wohlbemerkt Innenleben. Ich habe nur das Innenleben ausgemessen von 1628,1 Kubikzentimeter. So, was glaubt ihr, was nehmen Spielanleitung und die Spielkarten, die man ja super aufeinanderlegen kann, was nehmen die an Volumen ein? Kleiner Tipp, nicht so viel. 147,42 Kubikzentimeter. Und da habe ich die Anleitung noch nicht mal besonders zusammengepresst, sondern habe es eher ein bisschen wohlwollend ganz locker draufgehalten und gemessen. So. Wir kommen hier zu einem Faktor 11. Das komplette Spielmaterial würde 11-mal reingehen. Ohne besonders zu drücken. Cool, ja? Absolut klasse. Das muss ein super Spiel sein. Und dann rechne ich das Ganze aus, prozentual. Exploding Minions hat sage und schreibe einen Spielmaterialanteil des inneren Schachtelvolumens von 9%. 9%!
Kann mir jemand sagen, warum man 91% Luft in eine Verpackung machen muss? Warum zur Hölle? Wenn ich mir vorstelle, eine Chipstüte mit 91% Luftverpackung, da habe ich ein Kissen von 80x80 cm und habe eine Chipstüte drin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Das ist eine Mogelpackung. Das ist hier einfach eine riesige Mogelpackung von den Machern von Exploding Kittens. Das ist einfach nur eine verdammte Mogelpackung. So, aber hey, ich komme wieder runter, ich werde wieder sachlich, alles gut. Gucke ich mal in andere Spiele. Von der Größe, vom Preis. Ich habe noch gar nicht nach dem Preis geschaut gehabt, habe nur geschaut, welche Größe kann ich es reinpacken. 6 nimmt. Scotland Yard, das Kartenspiel. Oder ja, wenn man hier eine Standardgröße nehmen möchte, und ich habe die Schachtel falsch rum zugemacht, nehmen wir doch einfach einen Punktesalat, ja? Scotland Yard 98 Karten, 6 nimmt 104, Punktsalat 108 oder ein 5-2-1-1, 100 Karten. So, jeweils mehr Karten drin als hier diese 72 in Exploding Minions, ja? Jeweils mehr Karten drin. Dann habe ich nach dem Preis geschaut. Und dann ist mir echt die Kinnlade sonst wohin gefallen. Ich dachte, ja, Lizenzspiel, coole Optik vorne drauf, wird bestimmt was kosten, 15 bis 18 Euro. Gehe auf den Händler meines Vertrauens, Spieltraum Osnabrück, Grüße an Andy an dieser Stelle, und mir fällt der Kiefer auf den Tisch und ich dachte nur so, aua. Diese 72 Karten sind wohl die teuersten, bestproduziertesten, absolut geilsten, mega coolsten Karten, denn das Spiel kostet 24 Euro. 24 Euro. Ich dachte mir so, schlechter Scherz. Referenzpreis, woanders geguckt, 24,99. Ich meine, ja, die Grafiken sind süß, es ist ein Lizenzprodukt. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Punkt, wo ich sage, ja, so 15 bis 18 Euro wäre das, was ich irgendwo noch alle Augen zugedrückt hätte. Habe ich gedacht, ich habe ja hier verschiedene Spiele von der Größe und wir gucken mal. Das habe ich euch jetzt hier noch in extra Video gemacht. Und blend's euch an dieser Stelle ein in das kleine Exacto von NSV. Passt Exploding Minions mit ein bisschen Platz sogar noch drin Exacto rein. Ja? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden hier von einem Spiel in der Größenordnung 8 bis 12 Euro von der Größe. So, jetzt kommen wir zum Punkt. 72 Karten. Wir merken uns die 72 Karten. Scotland Yard 98 Karten. 98 Karten. Hey, ein bisschen mehr. Wir gucken mal, was das kostet. 9 Euro. Ja, okay, ist jetzt nicht so der Oberburner gewesen. Eher nicht so das bekannteste Spiel. Ja, nehmen wir was anderes. 6 nimmt. 104 Karten. Blöderweise deutscher Spielepreis 94, könnte man behaupten, ist deswegen günstig, auch 9 Euro. Ha, jetzt haben wir zwei 9 Euro Spiele. Gleiche Größe, gleiche Kartenanzahl. Was machen wir da? Nehmen wir was Aktuelleres. Nehmen wir zum Beispiel einen Punktesalat. Ja? Nehmen wir einen Punktesalat. Punktesalat 108 Karten. 12 Euro. Ihr merkt was? 5211. Letztes Jahr rausgekommen. Also in der Azul-Variante. In der alten Variante gab es ja schon 2 Jahre länger oder 3 Jahre länger. Auch hier 13 Euro. So, alle diese gezeigten Schachteln sind kleiner als Exploding Minions. Haben mehr Karten drin als Exploding Minions. Und selbst wenn ich 50-60% Aufschlag für einen Lizenztitel draufrechne, dann komme ich irgendwo im Bereich unter 20 raus. Und fühle mich von der Größe vergackeiert. Nur schon von der Größe. Das Problem von uns Reviewern ist ja auch oft, wir wissen die Preise gar nicht. Wir beschäftigen uns gar nicht so richtig mit den Kosten von dem Brettspiel. Oft schaut man dann doch mal nach und schaut, wie liegen die Spiele denn preislich. Und bei manchen Spielen bin ich echt inzwischen, also ja, viele Spiele sind zu günstig. Da bin ich bei manchen Verlagsmitarbeitern oder Verlagschefs, die sagen, hey, die Spiele müssten eigentlich mehr kosten. Schaut mal in die USA oder in den internationalen Bereich. Da kosten manche Spiele mehr.
Okay, alles gut, gar kein Thema. Manche Spiele sind günstig. Für das, was man bekommt, sind manche Spiele günstig. Punkt. Ja? Wenn allerdings Verlage dann sowas machen, ja? Ich würde jetzt am liebsten Witticulture rausziehen, ja? Wo nicht viel größer ist, das Doppelte kostet, aber das 20-fache drin ist. Ja? Warum macht man sowas? Warum verspielt man das Vertrauen, dass die Spieler in einen Verlag und in ein Spiel investieren vielleicht, indem man Mogelpackungen auf den Markt bringt? Wer hat von 91% Luft was, außer der Regalplatz, ja? Damit das Ding präsent im Regal stehen kann im Einzelhandel. Das ist der einzige Grund. Das ist der einzige Grund. Man möchte Aufmerksamkeit generieren. Ich habe mich ja auch schon mit dem örtlichen Spielehandel unterhalten und habe gesagt, manche Schachteln sind viel zu groß. Und dann sagt er zu mir, ja, weißt du was, die Leute kaufen nach Optik und nach Größe. Die gucken, passt von der Spielerzahl, passt von der Altersempfehlung, was sagt der Preis und wie sieht das Ganze aus und wie groß ist es. Das sind so ein bisschen die Kriterien, nach denen Otto Normalo kauft. Noch schlimmer wird das, wenn die Spiele im Karstadt, im Müller oder in sonstigen Großhandelsketten rumliegen und eben nicht im Fachhandel. Der Fachhandel hat wenigstens die Chance, dem Spieler zu sagen, hör her, du kannst dein Geld besser investieren, du kriegst ein besseres Spiel, wenn du hier zugreifst. Und das kann man eben nicht in großen Handelsgesellschaften, dass es da nicht funktioniert, ist mir vollkommen klar. Dass es da nur ums Auffallen geht und natürlich so ein Cover in der Größe viel mehr Bass generiert als ein Cover in dieser Größe, ist mir klar. Mir ist dennoch schleierhaft, wenn man das Ganze schon so fett machen möchte, warum geht man nicht einfach auf die bisschen Nummer kleiner, ja, und deutlich dünner? Ja, ein Drittel in der Dicke, bisschen in der Höhe, ein bisschen in der Breite, das wäre nicht mal so maßgeblich viel gewesen. Und man hätte wenigstens viele Spieler vielleicht nicht ganz so sehr verärgert. Ja? Wenn ich jetzt noch hier reinschaue und dann sehe, dass die Karten sowohl bei Punktesalat, ja, bei Punktesalat bin ich mir nicht mehr sicher, nee, gleich groß, aber bei 5211 sind die Karten sogar noch größer. Meine ich mich zu entsinnen. Ja, die Karten sind größer. Dann habe ich ja theoretisch von diesem Spiel hier unterm Strich materialtechnisch schon mal deutlich mehr. Und da muss man halt irgendwie auch hergehen und muss mal den Verlagen so ein bisschen die rote Karte zeigen, die uns das Ganze kredenzen. Also hier Exploding Kitten. Warum zur Hölle Luft? Ja? Das ist aufgeblasen, als wäre denen irgendwas explodiert und die Abgase haben sie einfach mal da reingeleitet. Deswegen hat man zu viel Platz gehabt in der Schachtel. Ich könnte mich da jetzt Ewigkeiten drüber auslassen. Wirklich Ewigkeiten. Also das ist tatsächlich jetzt nach Santa Monica das schlimmste Beispiel, was mir untergekommen ist. Und mir kommen ständig irgendwelche Spiele unter, wo ich denke, ha, es hätte nicht ganz so groß sein müssen. Es hätte nicht ganz so üppig sein müssen, die Schachtel. Man hätte ohne Probleme was reduzieren können. Ich verstehe es dann, wenn Verlage sagen, ja, wir verwenden halt eine Standardgröße, das ist jetzt halt blöd und Standarddicke. Ich bin ja auch der Meinung, die Standard-Square-Boxen sollten einfach ein bisschen weniger dick sein, also von der Höhe. Zum Beispiel einfach 20% reduzieren, 30% reduzieren. Das würde funktionieren. Und so viele Spiele bräuchten diesen Platz gar nicht. Und die, die ihn dann brauchen, die können ja auf die Nummer größer wieder gehen, auf die Standardgröße. Als ob jemand auf die Dicke des Kartons schaut, wenn das jetzt ein bisschen was ausmacht. Dann kommt man vielleicht tatsächlich, wenn die Grundgröße gleich ist, darauf die Idee, mal das beides in die Hand zu nehmen und merkt, das eine ist viel schwerer, da bekommt man viel mehr Material. Wenn ich jetzt an einen Jack denke, das Ding ist knallevoll mit Material. Knallevoll. Super viel Holzzeug, Double Layer Boards, diese Plastikwägelchen, die im Kreis fahren. Und wenn ich dann schaue, dass wenn ich zweimal Exploding Minions kaufe, dass ich dann mehr ausgegeben habe, als ich für Yak bezahlen würde. Warum zur Hölle soll ich mir das Spiel dann kaufen? Warum? Ja? Da fehlt mir jeglicher Grund. Und ich muss ganz ehrlich sagen, anhand von dem, also ich bin normal niemand, der ein Spiel vorverurteilt. Ich finde Santa Monica, und nur um das hier nochmal an dieser Stelle zu sagen, es war unser erster Lufti quasi und der Urvater allen Übels, was leere Kartons betrifft. Ich finde, das ist ein gutes Spiel. Das macht Spaß. Das hat mir echt gefallen, jedes Mal, wenn ich es gespielt habe. Aber
Ich habe es aus dem Regal entlassen, obwohl es mir Spaß gemacht hat, obwohl es mir von der Art und Weise gefällt, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte nicht so ein verschwenderisches Spiel im Regal haben. Es hätte mich jedes Mal gestört, wenn ich es gesehen hätte. Und so ist es jetzt hier schon, bevor ich es gespielt habe. Dass mir schon aufstößt, dass man mir so eine Mogelpackung andreht. Ja? Hätte ich dafür jetzt noch Geld ausgegeben, oh, ich glaube, ich wäre fuchsteufelswild geworden und super enttäuscht. Also Minion-Fans, bitte aufgepasst. Aufpassen. Nur wenn ihr es unbedingt wollt. Seid euch aber bewusst, die Schachtel ist viel zu groß, nutzt viel zu viel Platz. 91% Luft sind drin. Und ich finde, Verlage müssten eigentlich mal langsam angeben, was die Spiele wiegen und wie viel Luft drin ist. Just my 50 Cents. Ja. Das war jetzt wieder so ein Thema. Es regt mich einfach auf und ich dachte, da muss ich jetzt einfach drüber reden. Die Frage ist, wie seht ihr es? Der T-Talk ist ja so ein bisschen ein Format auch, wo wir mit euch in Kontakt treten wollen. Ein bisschen euer Feedback, eure Meinung, eure Erlebnisse, eure Erfahrungen. Mich würde interessieren, welche Spiele sind euch besonders aufgefallen bezüglich Luft? Mir ist zum Beispiel auch in der jüngeren Vergangenheit aufgefallen, Framework von Uwe Rosenberg, das neue bei der Edition Spielwiese. Hat sehr viel Leerraum, während Nova Luna und Sagania noch ein Spiel, also einen zentralen Spielplan mit dabei hatten in Form des Rundlaufs, beziehungsweise das zentrale Spielboard bei Sagani, hat ja jetzt Framework gar nichts mehr drin. Und wenn man das alles zusammenstapelt und dann rannt, dann hat man auch drei Viertel Luft. Und das sind halt alles einfach solche Sachen, wo ich mir dann immer denke, ah, oh, das ist so ärgerlich. Ich habe es zum Beispiel mit Nova Luna mit reingepackt, weil ich sage, ich stelle bestimmt nicht beide Spiele ins Regal, wenn beide leer sind. Und das sind solche Punkte. Was sind denn Spiele, bei denen es euch besonders auffällt? Sagt ihr auch, Regalplatz ist eh kein Problem. Ich habe den Platz. Habt ihr vielleicht ständig Probleme, euch von Spielen zu trennen, weil ihr sagt, ach Mist, wenn jedes Spiel 30% weniger Luft drin hätte, dann hätte ich nicht das Problem. Oder sagt ihr, es gibt eh genügend Spiele, ist ja Wurst, hat man halt nicht so viele im Regal, aber man hat ja auch einen ständigen Durchlauf vielleicht. Und gerade bei uns ist der Durchlauf teilweise erschreckend. Aber ja, also es ist so ein Punkt, ich glaube, da muss auch ein bisschen Umdenken stattfinden. Da muss Umdenken stattfinden, nicht nur bei den Verlagen, sondern auch bei den Konsumenten. Und wenn ein Spiel einen Lizenztitel bekommt und deswegen so saumäßig teuer ist, weil es eine Lizenz ist, und man deswegen die Schachtel aufbläst, um quasi konkurrenzfähig zu sein, dann sage ich, bitte verzichtet auf Lizenztitel. Bitte verzichtet darauf. Macht ein normales Spiel, verlangt dafür meinetwegen 15 Euro, meinetwegen 17, 18 Euro, aber nicht 24 für 91% Luft, liebe Freunde. So, das war's zu diesem T-Talk. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt und wenn ihr mehr T-Talks sehen wollt, dann findet ihr die hier. Und ja, was sind denn eure Lufties? Lasst es mich wissen. Und wir werden bestimmt nochmal ein extra Lufti-Video machen und viele, viele Spiele prämieren, die uns ganz besonders negativ aufgefallen sind. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit, freue mich über Kommentare, ich trinke jetzt einen Kaffee und halte meine Stunde. Macht's gut, bis bald.